Condon wanderte durch das Hauptquartier und musste ein wenig lächeln. Jetzt war es 3 Wochen her, dass sie den Professor einfach in irgendeinem halb verlassenen Dorf abgesetzt hatten. Und niemand hatte jemals wieder etwas von ihm gehört. Na, aber wie sollte man auch, wenn er sich nicht mal mehr an seinen eigenen Namen erinnern konnte? In dem Hauptquartier hatte sich wirklich eine Menge getan. Payne schlief in der Nacht wieder ruhig und war auch am Tag richtig ausgeglichen. Seit Daedara und Itachi in einem Zimmer schliefen, war es bei den beiden zwar nicht mehr sonderlich ruhig, aber sie grinsten wie Glühbirnen und das den ganzen Tag über. Tobi lief nicht mehr durch die Gegend im Schlaf, war aber ansonsten noch genauso aufgedreht wie immer. Und auch Hidan konnte mit seinen Schimpfworten noch immer die Röte ins Gesicht von jedem treiben. Allerdings legte er sich nicht mehr dauernd mit jedem an und seine Angriffe waren nicht mehr auf jemand Bestimmten gemünzt. Kakuzu gab seinem Geld noch immer sehr ungerne her, aber er ließ sich etwas schneller herumkriegen, wenn es um sein Heiligstes ging. Kisame und Sasori waren so ein Pärchen für sich. Seit dem Kuss von Kisame waren die beiden schon das ein oder andere Mal im Bett gelandet, aber ob das nun wirklich eine Beziehung war oder nicht, konnte man als Außenstehender schlecht sagen. Und Conan befürchtete, dass auch die beiden überhaupt nicht wussten, was das sein sollte. Setsu war mit sich selbst noch immer oft im Streit, aber nicht mehr so sehr wie früher. Eigentlich war es generell sehr ruhig in dem Hauptquartier geworden, und Conan war extrem froh, dass sie wirklich nicht an die Maschine eingeschlossen worden war, auch wenn Payne eine Zeit lang noch genörgelt hatte. Aber sie war glücklich mit ihren Träumen, und wenn sie so darüber nachdachte, dann wollte sie auch nichts daran ändern. Sie war glücklich mit ihnen, und wenn sie ehrlich war, freute sie sich einfach jeden Tag nur darauf, wieder ins Bett gehen zu können. Im Grunde sehnte sie sich nach ihren Träumen, und ihr war nichts wichtiger als ihr Schlaf. Wenn sie schlafen konnte, dann war sie in einer Welt, in der noch alles in Ordnung war und in der sie sich komplett wohlfühlte. Also wollte sie nicht, dass irgendwer daran herumfuschte. Payne sah sie skeptisch an, als sie sich genüsslich streckte. Weißt du, manchmal wüsste ich schon gerne, was in deinem Kopf so vor sich geht. Du redest ja mit niemandem und das ärgert mich, weißt du das? Immerhin muss ich auf dich aufpassen und das bedeutet, dass ich eigentlich alles wissen müsste, was in deinem Leben passiert. Aber nein, du machst ja immer gleich total dicht. Meine Güte, bin ich denn so schlimm? Im ersten Moment war Conan perplex, aber dann musste sie leise lachen. Du liebes bisschen Pain. Ich schlafe nur und es sind nur Träume. Also mach doch nicht so ein Drama draus, ja? Ich werde mich jetzt ins Bett legen und schlafen. Mehr wird nicht passieren. Ich schlafwandle nicht und ich knirsche nicht mit den Zähnen. Und sonst bin ich im Schlaf auch immer ganz brav und jetzt mach hier nicht so einen Aufstand. Damit hatte Conan mehr zu Pain gesagt als in der ganzen letzten Woche. Mit einem leisen Seufzen sah er ihr nach, als sie in ihrem Zimmer verschwand und die Tür hinter sich abschloss. Das machte sie immer. Und manchmal fragte sich Payne, was sie da so machte. Aber genau wissen wollte es dann auch wieder nicht. Und er konnte sich nur so lange auf Conan konzentrieren, bis Itachi und Daedara turtelnd an ihm vorbeiliefen. An den Anblick konnte er sich überhaupt nicht gewöhnen. Und irgendwie lief es ihm eiskalt den Rücken runter. Seine Untergebenen konnten ja machen, was sie wollten, aber musste das direkt vor seinen Augen sein? Er wollte das alles gar nicht so genau wissen. Und Sasori setzte dem Ganzen dann auch noch den Deckel auf. Der wanderte nämlich in Boxershorts durch die Gegend, und das mit deutlichen Knutschflecken auf der gesamten Brust. Innerlich fragte sich Payne, wie eine Puppe Knutschflecken bekommen konnte, aber fragen würde er nicht. Immerhin wollte er ja auch nicht wissen, warum Kisame immer so an ihm herumknabberte. Payne verdreht ein wenig die Augen und machte sich dann auf, sich selbst hinzulegen. Seitdem der Professor ihn an die Maschine eingeschlossen hatte, konnte er auch wieder ruhig schlafen und das ohne Wodka zu trinken vorher. Aber jetzt konnte er sich wirklich in Ruhe in sein Bett kuscheln und relaxen. 2 Zimmer weiter hatte Conan sich ausgezogen und in ihr Bett gelegt. Alleine, wenn sie darüber nachdachte, dass sie gleich schlafen konnte, klopfte ihr Herz schneller. Unruhig rollte sie sich ein wenig von einer Seite auf die andere, aber sie konnte in der ersten Sekunde überhaupt nicht einschlafen. Und so ging ihr das immer, denn sie war so nervös vor ihren eigenen Träumen, dass sie nicht schlafen konnte. Aber nach ein paar Minuten hatte der Schlaf sie dann doch übermannt. Ich sehe mich ein wenig perplex auf der Wiese um, auf der ich sitze, muss doch schmunzeln, als ich die Kinder sehe, die auf der Wiese herumrennen und spielen. Es sind Ebenbilder von Nagato, Yahiko und Mia. Im Grunde sind sie es, und das weiß ich sehr genau. Ich mache es mir unter einem Baum gemütlich und beobachte die Kinder weiter, wie sie glücklich herumtollen. Sie sind das Spiegelbild meiner Kindheit und der schönen Tage, die wir einmal hatten. Ich denke gerne an die Zeit zurück und aus dem Grund gucke ich den Kindern gerne zu. Natürlich zucke ich nicht einmal mehr zusammen, als sich jemand neben mir niederlässt und seine Hand um meine Schulter legt. Es ist wirklich schön, was? Flüstert er leise. Ich muss ein wenig lächeln. Ich nicke und kuschle mich in die starken, warmen Arme, die mich mit einem Mal umarmen und brauche ihn nicht einmal mehr anzusehen, um zu wissen, dass auf seinen Lippen ebenfalls ein Lächeln liegt. In seinen Armen fühle ich mich so wohl und beschützt und das wird immer so sein. Ja, es war schon so, als wir Kinder waren und es wird sich nie ändern. Manche Gefühle sind wirklich unsterblich
In seinen Armen kann ich abschalten. Und am liebsten würde ich den ganzen Tag über nichts anderes machen, als hier zu liegen. Nirgendwo würde ich mich in diesem Moment wohler fühlen. Wir beobachten eine ganze Zeit lang unsere jüngeren Ebenbilder, bis er sich erhebt und auf meine Hand greift. Komm, flüstert er leise. Und ich sehe das erste Mal in seine Augen. Ich habe das Gefühl, als würde ich mit seinem Blick schmelzen wie Eis in der Sonne. Mein Herz schlägt schneller und ich lasse mich von ihm auf die Beine ziehen. Ohne zu zögern laufe ich hinter ihm her und drücke die warme Hand, die in meiner liegt. Bis ans Ende der Welt will ich ihm folgen, und wenn es meinen Tod bedeuten würde. Aber ich habe ihm versprochen zu leben und ich werde mein Versprechen halten. Ich weiß, dass du mich nicht enttäuschen wirst, flüstert seine samtige Stimme und ich stehe mit ihm mit einem Mal im Meer. Ich habe keine Ahnung, wo das mit einem Mal herkommt, aber ich kuschle mich in seine Arme und schließe die Augen. Das Rauschen der Brandung beruhigt mich irgendwie und ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass er meine Gedanken lesen kann. Aber ich vermisse dich schon ziemlich, flüstere ich leise und er streichelt ruhig über meinen Rücken. Es fühlt sich an, als wären seine Hände überall und ich muss ein wenig lächeln. Sanft haucht er mir einen Kuss auf die Haare und streichelt mich dann sanft im Nacken. Ich vermisse dich auch, Connor, aber so können wir uns jede Nacht sehen. Ich werde in deinem Herzen immer bei dir sein und ich werde dich nie im Stich lassen. Wann immer du mich brauchst, werde ich bei dir sein und wenn du willst, kannst du immer zu mir kommen. Aber lebe dein Leben so gut du kannst und kümmere dich ein bisschen um Nagato. Du weißt doch, wie der alte Sturkopf ist. Ein wenig nicke ich und schmiege mich an ihn. Langsam öffnen sich meine Augen wieder und ich sehe auf das Meer hinaus. Der Anblick beruhigt mich und ich sehe erneut in seine Augen. Yahiko, wirst du da sein, wenn ich irgendwann sterbe? Wartest du auf mich? Er sieht mich an und nickt. Conan, ich liebe dich. Ich habe dich immer geliebt. Und ich werde überall auf dich warten. Ich warte hier im Jenseits auf dich, so lange wie du lebst. Und ich werde dich mit offenen Armen in Empfang nehmen, wenn du dein Leben beendet hast. Ich schmiege mich an Yahiko und schließe wieder meine Augen. Es fühlt sich an, als wäre es erst gestern gewesen, wo er und ich ein Paar wurden. Mit einem Mal nimmt mich Yahiko an den Schultern und dreht mich sanft herum. Siehst du? Flüstert er leise und seine Stimme lässt mich ein wenig erschauern. Wir waren noch Kinder, aber ich habe dich schon immer geliebt. Ich öffne meine Augen und sehe erneut unsere Ebenbilder vor mir. Mit einem Schmunzeln muss ich erkennen, dass ich da gerade mal 15 Jahre alt bin. Nagato und Yahiko haben sich über irgendwas gestritten und Nagato rauscht wütend davon. Ich will mich um ihn kümmern, aber Yahiko hält mich am Oberarm fest und sieht mich flehend an. Lass mich nicht allein. Ich will dich nicht auch noch verlieren, hat er damals leise geflüstert. Und wenn ich an seine Worte denke, bekomme ich eine Gänsehaut. Ich weiß nicht, wie lange er mich festgehalten hat und wie lange wir uns einfach nur in die Augen gesehen haben. Aber irgendwann hat er mich dann einfach geküsst. Ganz eben und etwas ruppig, weil er mich einfach an sich gezogen hat und seine Lippen auf meine gepresst hat. Aber das war mein erster Kuss. Und den vergisst man ja bekanntlich nicht. Wir waren keins der Paare, die ständig miteinander rumgeturtelt haben oder uns ständig küssen mussten. Ich glaube, bis heute weiß Nagato nicht einmal, dass wir ein Paar waren. Immer nur, wenn wir alleine waren, haben wir wirklich die Nähe des anderen gesucht. Aber dafür auch umso intensiver. Besonders, wenn er mal wieder für ein paar Tage verschwunden war, um Nahrung für Nagato und mich zu suchen, war ich danach regelrecht ausgehungert. Ich habe mich schon immer nach ihm gesehnt. Nach seiner Wärme, seiner Nähe, aber besonders nach seinen Lippen. Manchmal bin ich gar nicht davon losgekommen. Ihn hat das nicht gestört, denn im Grunde ging es ihm ja nicht sehr viel anders. Er hat nach seinen Aufträgen immer versucht, mit mir allein zu sein und hat Nagato sonst wohin geschickt. Wasser holen oder irgendwas anderes, nur damit er mich küssen konnte. Warum wir es vor Nagato geheim gehalten haben, weiß ich nicht mehr so genau. Aber ich glaube, Yahiko hatte Angst, dass Nagato sich hintergangen fühlen konnte. Ich habe ihm nichts gesagt, weil es nach Yahikos Tod keine Veranlassung mehr dafür gab. Als er starb, habe ich Yahiko versprochen, auf Nagato aufzupassen. Ob mir das gelingt, weiß ich nicht. Denn alleine habe ich gegen ihn keine Chance. Und so konnte ich auch nicht verhindern, dass er Pain erschuf und Akatsuki gründete. Ich konnte ihm nicht einreden, dass er damit aufhören sollte. Und somit habe ich einfach beschlossen, immer an seiner Seite zu bleiben. Das ist das Einzige, was ich tun kann. Und ich hoffe wirklich aus tiefstem Herzen, dass es reicht. Es reicht, flüstert Yahiko leise und drückt mich wieder an sich. Wie gern würde ich für immer in dieser Illusion leben und hier bei ihm bleiben. Doch ich weiß, dass es nur bis zum Klingeln des Weckens andauern kann. Irgendwann werde ich aber für immer bei ihm bleiben. Ich liebe dich, Yahiko, flüstere ich leise und schwinge meine Arme um ihn. Er sieht mich an und nähert sich meinen Lippen. Ich liebe dich auch, Connor. Auch der leise gegen meine Lippen, ehe er sie dann sanft auf seine legt. In dieser Nacht herrschte im Hauptquartier eine seltsame Ruhe. Die einen schliefen vor Erschöpfung
und die anderen fühlten sich in ihren Träumen einfach nur wohl. Auf jeden Fall knirschte niemand mit den Zähnen, es wanderte keiner umher und auch vom Schnarchen war nichts mehr zu hören. Es war einfach nur ruhig und friedlich, doch wie man die Akatsuki kannte, dauerte sowas immer nur bis zum Sonnenaufgang.